Das ist Melina vor einem Jahr und das ist sie heute. Andere Seite, Max. Heute. Den meisten Teil dieser Krankheit musste ich alleine durchmachen. Das war für mich die Hölle. Das ist die Nahrung, die ich jetzt mir zuführe über den Dünndarm. Melina hatte aber auch ein bisschen Glück. Sie wohnt in einem Pflegeheim speziell für junge Leute und das ist ihre Crew. Heute geht's ins Kino und Melina will das erste Mal seit langem wieder auf ihrem Pferd reiten und ich darf dabei sein. Wir können sonst auch was anderes versuchen. Oh mein Gott! Hey, na, alles gut? Hi. Hi. Na? Kräftemäßig, wie viel kannst du so am Tag machen? Also, so nach 4 Stunden im Rollstuhl sitzen wird schon sehr anstrengend. Ah, krass. Dann muss ich mal die Beine hochlegen und mich etwas entspannen. Das ist aber auch teilweise ein bisschen tagesabhängig. Manchmal geht auch weniger. Wegen einer Muskelschwäche sitzt Melina im Rollstuhl. Sie hat einfach kaum Kraft und ist schnell erschöpft. Und ihr Magen ist teilweise gelähmt, deswegen kann sie nicht normal essen. Seit 2 Jahren geht es ihr deshalb immer schlechter. Oh, oh Gott. Fast and Furious hier. Den ersten Bus haben wir jetzt verpasst, weil am Einstieg Glas rumgelegen hat. Müssen wir warten. Beim zweiten Bus klappt's dann aber. Melina ist jetzt seit 1 Jahr im Jungpflegeheim. Andi schon über 10 Jahre und Lara 5. Ja, es ist hier immer ziemlich voll, aber man kann hier auch als Rollstuhlfahrer echt gut feiern gehen. Ah, hier werden die Clubs unsicher gemacht. Ja, klar. Okay, nice. Kein Popcorn für dich? Lieber nicht. Warum nicht? Weil ich dann starke Übelkeit, teilweise auch Erbrechen bekomme und auch Schmerzen. Ja, jetzt momentan bin ich wieder so in der Phase, wo mein Darm sozusagen still liegt und nicht wirklich arbeitet. Dadurch staut sich das alles auf. Der Grund ist Melinas Magenlähmung. Ihr Magen arbeitet oft nicht richtig und sie bekommt dann nur flüssiges Essen über eine Sonde. Das will sie mir gleich auch im Restaurant noch zeigen. Wie wichtig ist das so für euch, dass ihr auch mal nicht im Pflegeheim seid und rauskommt? Sehr wichtig. Absolut. Also das ist halt schon so eine gewisse Atmosphäre in dem Pflegeheim. Also es gibt einem Selbstbestimmung und das Gefühl, einfach normal und Teil der Gesellschaft zu sein, weil man eben an normalen Aktivitäten teilhaben kann, wie jeder andere auch. Oh, es regnet. Scheiße. Dankeschön. Und dann ab zum Restaurant. Richtig voller Bus. Und aussteigen ist dieses Mal nicht easy. Ach komm. Während wir anderen im Restaurant Burger bestellen, gibt's für Melina was komplett anderes. Das ist die Nahrung, die ich jetzt mir zuführe über den Dünndarm. Okay. Willst du mal dran riechen? Ja. Es riecht ein bisschen nach Kaugummi. Ein bisschen nach Kaugummi. Aber ich finde diesen chemischen Geruch schrecklich. Also meistens trage ich eine Maske dabei, tatsächlich. Oh, das sieht auch richtig nach Gourmet aus. Ist total lecker. Dieses Ding pumpt die Sondennahrung dann in Melinas Dünndarm, um den Magen zu überbrücken. Während unser Essen kommt, gibt's für Melina noch Medikamente. Das sind ganz schön viele. Ja, ein Medikament fehlt da sogar noch, aber das kriege ich erst im Pflegeheim nochmal. Also das hier ist einmal Palexia, das ist ein Betäubungsmittel. Das ist Bisoprolol, ein Blutdrucksenker. Lisinopril, noch ein Blutdrucksenker. Amitriptylin, das ist zum einen neuropathisches Schmerzmittel, aber auch Antidepressivum, was mir beim Schlafen hilft. Ja. Und Gabapentin, neuropathisches Schmerzmittel, / Neuroepileptikum. Wir sind jetzt schon so 3-4 Stunden unterwegs. Was macht das Energielevel so? Also mir wird immer wieder ab und zu ziemlich schwindelig oder ich fange an doppelt zu sehen. Die Schmerzen werden halt langsam ein bisschen mehr, aber dafür habe ich ja jetzt das Schmerzmittel genommen.
Ja, ich werde es auf jeden Fall nachher und die nächsten Tage noch spüren. Melina hat auf jeden Fall richtig Bock, Sachen zu machen. Es klingt aber auch so, als würde sie manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bammel davor, wie das morgen mit dem Pferd laufen wird. Melina hat eine ziemlich feste Routine. Morgens wird sie im Bett etwas bewegt und zieht sich an. Weiter geht's mit Physio- oder Schwimmtherapie, damit sie ihre Muskeln beansprucht. Beim Reiten wird Melina später auch ihre Muskeln echt brauchen. Wie anstrengend ist das jetzt gerade so für dich? Es ist schon echt anstrengend. Ich fange auch schon an zu schwitzen. Die Menschen im Pflegeheim geben Melina Halt und eine Struktur. Etwas, was sie zwischendurch gar nicht mehr hatte. Was ist für dich so das Wichtigste hier? Ja, dass es einfach hier ein lockeres Verhältnis ist, wie eine Familie eben. Vermisst man sowas manchmal, so einen familiären Zusammenhalt? Das auf jeden Fall, gerade weil ich ja keine Eltern mehr in dem Sinne habe. Mein Papa ist ja sehr früh verstorben und zu meiner Erzeugerin habe ich keinen Kontakt mehr. Das vermisse ich eigentlich jeden Tag, weil Familie ist so eine große Stütze und den meisten Teil dieser Krankheit musste ich alleine durchmachen. Das war für mich die Hölle und jetzt habe ich hier halt die Unterstützung und ich habe Leute, die sich um mich sorgen. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Etwa die Hälfte der Bewohner im Frida-Kahlo-Haus ist unter 50. Und das sind echt viele. Deshalb gibt es ja auch Angebote für junge Leute. Zum Beispiel Theater oder es geht auch mal in die Disco. Obwohl nur knapp 350.000 Leute in Deutschland unter 30 pflegebedürftig sind, muss das Frida-Kahlo-Haus ständig Anfragen ablehnen. Es gibt einfach zu wenige Einrichtungen, die speziell für junge Leute sind. Jeder Zweite in der Altersgruppe kriegt keinen Platz in Wohngruppen. Oft springt dann die Familie ein, aber bei Melina ging das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe ein Doppelzimmer. Das ist mein kleines Reich. Dein Reich. Einfach ein. Oh. Ach guck mal, da hängt auch schon die TikTok-Lampe, ne? Ja, genau. Mein schönes Ringlicht. Ach, crazy. Auf TikTok ist Melina ziemlich wild unterwegs. E-Scooter unterm Rollstuhl, durch den Wald fahren und Content mit ihrem Pferd Gino. Kurzer Hinweis, gleich geht's um Suizidgedanken. Wenn ihr das nicht hören wollt, springt bitte zu 9 Minuten 25. Ich bin richtig happy darüber, weil ich endlich wieder öfters zu Gino kann. Genau, und ich freue mich einfach riesig, weil sich Gino dort auch wohlfühlt. So Reiten war immer eine Passion von dir, oder? Ja, das hat mit 12 angefangen. Damals war ich in einem sehr großen Loch, weil mein Papa verstorben ist. Und tatsächlich war ich da so weit, dass ich auch nicht mehr leben wollte. Und ich bin an dem Tag im Wald gegangen und wollte es eigentlich beenden. Aber dann, also ich war so im Wald am Rand von der Koppel und dann war da dieser große weiße Schimmel, der sich an den Zaun gestellt hat und mir irgendwie so viel Sicherheit und Wärme gegeben hat, nur indem er da stand. Und das hat mich damals gerettet. Wenn man so diesen ganzen Kram mitmacht und wirklich so ein quasi schweres Schicksal so mit sich trägt, so wie... Wie gibt man da nicht auf? Ich weiß, dass mein Papa auf mich aufpasst. Und ich habe ihm, als er gestorben ist, versprochen, dass ich für ein glückliches Leben kämpfe, dass ich mich da rauskämpfen werde aus meinen Situationen. Und daran halte ich halt fest. Eins ihrer Ziele, bald wieder arbeiten gehen, selbstständiger werden. Melina sagt, ihr Pferd Gino ist ihre einzige Familie. Hallo, Mami. Sie habe sexuelle Gewalt im familiären Umfeld erlebt und leidet deshalb auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Ah, ist jemand neugierig, wa? Ja, ist sehr verschmust. Hast du da keinen Schiss runterzufallen? Ich bin schon so oft vom Pferd gefallen. Und ich sitze ja eh schon im Rollstuhl. Also.
Ja, fair, fair. Aber mit Gino hatte ich bisher noch keinen einzigen Unfall, also ich vertraue ihm. Geschniegelt und gestriegelt geht's jetzt mit Gino in die Reithalle. Melina saß seit Monaten nicht mehr auf ihm. Ich stelle mich mal dahinter, falls du. Brauchst du nicht, ich kipp nicht um. Sicher? Oh Gott. Oh. Warte, aber ich heb mal kurz an. Okay. Dankeschön. Nice. Komm. Okay. So, das. Puh, okay. Gut. Oh Gott, ist das ein komisches Gefühl. Achtung und Shot. Ach du liebe Scheiße. Nein. So Schiss hast du aber auch gar nicht, ne? Nicht auf ihm. Wie geht's dir jetzt so auf dem Rücken von Gino? So innerer Frieden. Alles ist normal und wir sind einfach da. Wir leben einfach. Und er nimmt mir auch irgendwie so dieses Gefühl, eingeschränkt zu sein, wenn ich mal aus dem Rollstuhl komme, weil er dann halt meine Beine sind. Nach dem Reiten muss Melina jetzt aber auch wieder runter vom Pferd. Ja, nicht raufsteigen, bitte. Danke. Da, soll ich dein Bein da drauf? Oder willst du stehen? Oder? Nee, nee. Oh mein Gott. Fein. Entschuldigung. Danke. Du machst mich fertig, ey. Oh Gott, mein Puls. Ein bisschen schwindelig. Melina muss jetzt erstmal runterkommen. Also so durch die ganzen Ups and Downs, so, was ist irgendwie so dein Ding, weshalb du so einfach positiv am Start bist? Ich denke mir, das Leben ist zu schade, um sich immer auf das Negative zu konzentrieren. Und ja, ich bin am Leben, um zu leben, würde ich sagen. Ich bin emotional nach heute schon so ein bisschen durch. Wenn man Melina so sieht, die ist halt mega tough. Einfach richtig tough. So, die zieht durch, worauf sie Bock hat. Scheißegal, was die Umstände sind. Aber wenn sie dann auch auf Gino sitzt zum Beispiel, so ist sie mega happy. Und ich finde das irgendwie, das ist eine geile Einstellung. Wie findet ihr das? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch Bock auf mehr Videos von uns habt, dann checkt mal dieses von meiner Kollegin Anna. Die hat Pascal getroffen. Der pflegt seine Mutter, seitdem er 14 ist. Meine Mutter ist schwerbehindert. Ich möchte jede Zeit noch genießen, die ich noch mit meiner Mutter habe. Weil irgendwann habe ich die Zeit nicht mehr. Das Video verlinke ich euch hier oben und darunter gibt es ein Video von unseren Kollegen von STRG F.